Hey, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein ganz aufregendes Video, denn wir gucken uns in diesem Video das allererste Mal das Gameplay von The Sims 4 Highschool-Jahre an. Oh mein Gott. Ich habe gestern schon das Create-a-Sim-Video aufgenommen. Das geht parallel mit diesem Video online. Also es gibt zwei Videos an diesem Tag. Und der Create-a-Sim-Teil war schon so geil. Ich bin so abgegangen. Ich habe mich so sehr gefreut, weil ich die Sachen so unfassbar geil fand. Und ich glaube, das Gameplay wird noch großartiger als das Create-a-Sim. Als der Create-a-Sim-Aspekt. Deswegen bin ich sehr gespannt. Wir können uns natürlich nicht alles angucken, weil ich das Gefühl habe, dieses Pack bringt so viele Neuheiten. Ich weiß auch nicht genau, wo ich anfangen soll, weil ich mal wieder komplett blind hier reingehe. Ich habe eine Liste gelesen, was es alles für neue Features gibt, aber die Hälfte davon habe ich schon wieder vergessen. Deswegen kann das einfach nur ein großartiges Video werden. Und da wir wahrscheinlich jede Menge zu entdecken haben, starten wir jetzt ins Video rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und let's go! Wir befinden uns jetzt hier im Weltenverwalten-Modus. Ich habe gar keine Musik an, ne? Habe ich schon wieder ausgemacht, weil ich einfach cool bin. Okay, das Spiel will mir aber auch keine Musik geben. Alles klar. Also, auf jeden Fall habe ich eine Familie erstellt. Das ist die Familie Peters. Das ist der Dad. Ich glaube, er ist Gott mit seinen Töchtern. Ich glaube, Emma und Laura oder so heißen die? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sind das zwei Teenager. Wir gehen jetzt mal hier in die neue Welt. Ihr seht... Ach so, ich muss noch sagen... Fällt mir gerade... Ein. Hätte ich am Anfang des Videos sagen müssen, aber ich bin so aufgeregt, dass ich schon wieder vergessen habe. Ich habe diesen Vorabzugang durch EA bekommen. Das ist eine Vorabversion, also das ist nicht das Spiel selber, also nicht die fertige Version. Das heißt, da können noch Bugs enthalten sein und deswegen fliegt hier über den Bildschirm auch dieses kleine Ninzi-XX, weil das eben eine Vorabversion ist und damit nichts geleakt werden kann und so weiter und so fort. Nur damit ihr Bescheid wisst, also vielen Dank an EA, dass ich diesen Vorabzugang bekommen habe, aber jetzt starten wir wirklich rein und gehen hier in die neue Welt Copperdale. Und wenn man da drauf drückt, dann kommt da schon so etwas, was mit Pompoms in der Hand hat und das ist absolut großartig. Ich habe diese Welt noch nicht gesehen. Oh mein Gott. Ach du heiliger Strohsack. Das ist also die neue Welt Copperdale. Mega groß, finde ich. Oder sehe nur ich das jetzt so? Ich weiß es nicht. Ich bin da ja auch immer mit den Welten. Ich gebe mich ja mit allem zufrieden, weil ich es einfach großartig finde, neue Welten zu entdecken. Aber auf den ersten Blick gefällt mir das optisch schon mega, mega gut, weil es irgendwie... Also ich habe gedacht, es wäre mehr so städtisch, aber es ist einfach perfekt. Es ist so richtig so ein bisschen kleinstadtmäßig, so ein bisschen Riverdale-Vibes, möchte ich meinen, oder? Weil hier gibt es ja auch so diesen Pier und dann ja, also es wird großartig. Also, wir haben auf jeden Fall... ihr merkt, ich bin komplett aufgeregt. Wir haben auf jeden Fall jede Menge neue Dinge. Wir haben hier einmal... Ach so, die wollen erst einziehen, ne? Ach toll. Ja, weiß ich nicht. Dann zieht halt hier in dieses Haus ein. Ich will die Welt angucken. Oh mein Gott, ich flipp jetzt schon aus. Aber ich will ganz kurz jetzt mal in den Weltenverwalten-Modus und mir das einmal so angucken. Also, wir haben hier einmal die Copperdale High School. Und ich kann es kaum glauben, dass wir jetzt einfach die Mod nicht mehr brauchen, die ich immer installiert hatte. Wir können jetzt wirklich mit den Sims in die High School gehen. Das ist so, so geil. Dann haben wir daneben das Auditorium. Ich glaube, das ist sowas wie eine Aula, oder? Oder so ein Vorlesungssaal oder so. Ich lese die Texte jetzt nicht alle durch. Das könnt ihr euch dann ja in Ruhe durchlesen, wenn ihr das Spiel dann auch habt. Dann haben wir den Tea-Treff. Das ist der Secondhand- und Bubble-Tea-Laden, was einfach auch so großartig ist. In dem Create-a-Sim-Teil haben wir auch gesehen, dass man manche Sachen erst freischalten musste, weil man sie in dem Secondhand-Laden kaufen kann, was mega, mega cool ist. Dann haben wir hier einmal die Bibliothek. Dann haben wir hier noch Wohngrundstücke. Genau, ist auch ein Wohngrundstück. Und ich hover da einmal drüber, wer das sich durchlesen möchte, können das ja dann einmal stoppen. Und dann haben wir unten noch die Plumbite Cove, ich weiß es nicht. Und das ist dann sozusagen, glaube ich, der Pier. Hier haben wir einmal noch die Hangoase, das ist ein Mietobjekt, das heißt, man kann ja dann auch Urlaub machen. Hier haben wir noch einen Park und noch ein paar mehr Wohngrundstücke. Ich bin sehr, sehr gespannt, was man da alles jetzt noch so machen kann. Aber wir wollen keine Zeit verlieren und gehen mal wieder in den Live-Modus rein und gucken jetzt mal, was es alles so Neues gibt für Internet. Interaktionsmöglichkeiten, weil es gibt jetzt irgendwie auch Ängste, glaube ich, habe ich gelesen und Sexualitäten kann man einstellen. Ich weiß, ist es einfach, ist es so verrückt. Okay, wir haben einen ganz neuen Reiter, wir haben Highschool. Ich habe unserer guten Emma das Bestreben gegeben, Drama Llama, das heißt, sie liebt Drama. Finde ich absolut großartig. Damit können wir einfach so viele coole Geschichten erzählen. Oh, warte mal. Ist das dann mit dem Update neu? Weil das war ja vorher anders, ne? Da war das, glaube ich, hier oben. Und ich habe ihr das Merkmal gegeben. Ich glaube, Party lustig oder so. Party Löwin, genau. Und sie hat noch ein Bonusmerkmal bekommen, dass sie beziehungsfreudig ist durch das Bestreben. Und ich glaube, durch das Party Löwin hat sie jetzt eben hier an vergangene Partys erinnern. Wuhu, Party-Tricks machen. Und jetzt wollen wir...
wollen wir einmal auf Highschool drücken. Wir können für Prüfung lernen und Unterrichtsplan ansehen. Das heißt, es ist, glaube ich, so ein bisschen so wie bei der Uni. Da haben wir ja auch diesen Plan. Also, wir haben einen Kursplan. Das heißt, sie hat montags Mathe und Wissenschaft. Das heißt, dafür braucht sie Logikfähigkeit. Dienstags hat sie dann Gesellschaftslehre und Deutsch. Oh mein Gott, das ist sowas von großartig, weil man dann wirklich die Fähigkeiten auch erlernen muss und so weiter und so fort. Weil jetzt ist das ja eher so eine passive Sache, dass sie das so halt beiläufig lernen, aber jetzt wird es eine aktive Sache. Ich hoffe nur, dass es nicht zu anstrengend wird, weil wenn man die Uni besucht, ist es ja schon recht anspruchsvoll, dass man da eben auch wirklich viel lernen muss, damit man die Prüfungen dann auch gut besteht. Und ihr wisst alle, wie ich mit meinen Hausaufgaben bin bei den Sims. Also da bin ich schon sehr nachlässig. Ich weiß jetzt nicht, wie das wird, wenn wir wirklich dafür lernen müssen. Aber hier hat sie auf jeden Fall dann am Freitag den ganzen Tag Prüfungen. Imagine, man würde jede Woche Prüfungen haben. Also okay, man hat fast immer Tests, aber ist ja auch egal. Ich suche mich jetzt einfach mal hier so ein bisschen durch, ob ich noch irgendwelche neuen Sachen entdecke. Folgen, Nachricht aktivieren. Deaktiviere oder aktiviere Nachrichten, in denen du gefragt wirst, ob du diesem Sim zur Arbeit oder zur Schule folgen möchtest. Oh, das ist ja auch cool. Das heißt, wir müssen dann ja auch nicht immer mit zur Schule gehen. Das ist dann wie so eine interaktive Karriere. Das ist mega cool. Dann drücke ich jetzt mal auf Laura drauf und gucke, was wir noch machen können. Okay, wir können einen Witz über Gesichtsbehaarung machen. Das ist ja schon mal sehr lustig. Okay, sonst sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht so viele neue Interaktionen. Ihnen können wir wegen Gesichtsbehaarung unterstützen. Okay, ich weiß halt nicht, wie man die ganzen Sachen triggert, die neu sind. Ne? Also ich bin sehr gespannt, was so kommt. Ich weiß nicht, sollen wir mal zum Pier gehen? No way! Also ich wusste, dass es ein Pier gibt, aber das sind ja richtige Fahrgeschäfte. Guck mal, man kann die Sachen fahren. Und man kann das fahren. Kann man das Riesenrad? Man kann das Riesenrad fahren. Kann man auf dem Riesenrad rumknutschen? Oh mein Gott. Und hier haben wir noch eine Bubble-Tea-Theke. Absolut großartig. Oh mein Gott. Ich werde hier so viele Dates haben. Seht ihr das da hinten? Ich hoffe, man kann es begehen. Bitte lass es begehbar sein. Ich möchte dahin. Dann haben wir hier noch ein... Ist das auch ein Barbie-Tee? Nee, das ist ein Donutladen. Oh, da gibt es Eis. Oh Mann, großartig. Okay, ein Eisladen, weil natürlich am Pier braucht man Eis. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ein Fotobooth. Oh mein Gott, ein Fotobooth. Oh. Es ist jetzt schon sowas von perfekt. Okay, dann gibt es hier noch so ein paar Deko-Sachen, die man nicht begehen kann. Und da kann man dann eben auch wohnen. Und ja, ich glaube, das war es dann an Möglichkeiten, die wir hier am Pier machen können. Ich glaube, genau hier können wir noch überall hingehen. Hier ist auch noch ein mega schönes Grundstück. Oh Mann, sehr schön. Hier kann man dann noch angeln. Oh mein Gott. Ihr wisst ja, ich liebe einfach schön platzierte Bänke, weil ich da immer schöne Dates stattfinden lasse oder schöne Gespräche stattfinden lasse. Deswegen ist diese Bank hier mehr als perfekt. Also da sehe ich mich auch schon mit meinen Sims sitzen und Liebeserklärungen oder eben das Gegenteil vollziehen. Oder das hier, diese Bank ist auch so schön mit dem Ausblick auf diese Blumenfelder hier auch richtig, 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 richtig hübsch. Ich würde sagen, also wir fahren jetzt einfach Riesenrad, oder? Also ich meine, wir müssen ja. Es geht ja gar nicht anders. Wir fahren jetzt mit unserer Schwester Riesenrad. Sie möchte gerne eine Party veranstalten. Obviously möchte sie das. Ach so, apropos Party. Warte mal, ich möchte ganz kurz... Ich kann ja einfach hier drauf gehen, ne? Sporttag des Football-Teams. Football-Wurf-Wettbewerb. Oh Mann! Das heißt, es gibt jetzt ganze Festivals. Also quasi wie der Markt in Hanford und Bagley. Oh, Sporttage des Cheerleading-Teams. Cheerleading-Gruppenwettkampf. Und die haben dann eben von 10 bis 15 Uhr die Highschool-Prüfungen. I love it. Was ist hier? Abschlussball. Wait. Findet der Abschlussball dann jede Woche statt? Okay, das raff ich jetzt noch nicht so genau, warum da jede Woche dann Abschlussball ist. Aber ich meine, man kann jede Woche Abschlussball feiern, ist kein Problem. Aber großartig, das wird einfach nur toll. Und warte, jetzt will ich aber nochmal... Ja, es gibt so viel zu entdecken. Das Handy! Das Handy ist neu! Oh Mann, das sieht ja aus wie Apps. Trendy. Oh mein Gott! Großartig. Sozialhase. Ach du heiliger Strohsack. Unterhaltung. Also ich habe ja jetzt hier nur das neue Pack drin, beziehungsweise ich glaube, Landleben ist ja sogar auch noch mit installiert. Aber sonst habe ich ja jetzt keine weiteren Packs. Das heißt, da werden ja dann noch mehr Sachen aufgeführt, wenn wir noch andere Packs drin haben. Aber wie geil sieht das bitte aus mit den Apps? Was ist denn trendy? Follower, Infos zu trendy, trendy durchsuchen. Look zum Verkauf. Du besitzt keine Fashion-Looks, kaufe auf Trendy ein oder stelle welche im Secondhand-Laden. Warte, ich möchte mal Trendy durchsuchen. Ist das ein Online-Shop? Hallo, ihr sollt Riesenrad fahren. Ach so, die gehen Riesenrad fahren.
Trainee durchsuchen. Zeit bis zur Aktualisierung 39 Minuten. Abgenutztes Gewebe. Der bauchfreie Kapuzenpulli und die kunstvolle Jeans im Destroyed-Look bilden eine hübsche, bequeme Kombi. Es ist von Geoffrey Landgrab. Kauf oder kreiere Fashion-Looks und biete sie dann auf Trendy an, setze einen heißen Trend, sorge für Hype, um gewinnbringender zu verkaufen. Oh mein Gott. Das heißt, wir können hier Outfits kaufen? Welches ist das teuerste Outfit? Von Jean-Claude Le Chien. Und von Nina Caliente. Also, das ist auf jeden Fall ein Ding anscheinend. Ich will jetzt von allem einfach einen ersten Eindruck bekommen. Deswegen ist dieses Video auch alles ist ein bisschen durcheinander. Aber ich meine, das kennt ihr ja schon von meinen ersten Eindrücke-Videos. Ne? Es ist ja nicht so, als wenn das jetzt was Neues wäre, dass hier alles wild durcheinander ist und hier keiner einen roten Faden sieht. Aber es ist egal, wir fahren jetzt Riesenrad. Das macht alles besser und danach trinken wir Bubble Tea. Also, ich meine, geht's noch irgendwie besser? Ich möchte wissen, ob ich hier knutschen kann. Oder ob ich... Vielleicht kann man ja sogar ein Techtelmechtel machen. Das wäre so toll. Och Mann, aber... Wisst ihr, was ich noch besser fände? Wenn man das sehen könnte, wie die dann da drauf sind. Das ist ja sehr viel verlangt, ich weiß. Aber wisst ihr, was auch toll ist? Das ist kostenlos. Ist ja toll, ne? Aber es macht denen sehr viel Spaß. Wie schön. Und hier am Pier kann man auch schön stehen und angeln. Hier die May Prescott ist auch schon fleißig dabei und Marcel Price ist auch schon fleißig am Angeln. Ich finde ja immer so, Jahrmärkte haben irgendwas Gruseliges. Vor allem, wenn es Horrorbahnen gibt, wie diese hier. Das ist der Place to be, wenn man als Teenager ein Date hat. Ich finde es einfach nur richtig toll. Also, das ist auch so eine gute Idee gewesen, da wäre ich niemals drauf gekommen. Okay, also die zwei sind jetzt Riesenrad gefahren, aber haben irgendwie auch keine Stimmung davon. Boah, warte mal, jetzt will ich aber mal gucken. Haben die noch mehr Optionen? Follower überprüfen? Sozialhase öffnen. Das will ich jetzt mal sehen. Willkommen bei Sozialhase, ein virtueller Ort, um sich mit anderen Sims zu verbinden und über das Leben zu berichten. Beginne, indem du über den Button unten Freunde hinzufügst. Okay, also das ist wie so ein Social Medium. Social Medium? Ja, also ich bin seit 10 Jahren Influencer. Falls ihr das Wort Social Medium noch nicht kennt, dann wisst ihr es jetzt. Okay, also ich gehe jetzt mal auf Kontaktliste einfach und wir fügen unsere Schwester hinzu. Auch ein bisschen traurig, ne? Sim taggen? Emma Peters? Oh mein Gott, das ist groß! Wir können freundliche Nachrichten, lustige Nachrichten, gemeine Nachrichten schicken. Und wahrscheinlich können wir dann auch romantische Nachrichten schicken, wenn wir dann romantisch halt an jemanden interessiert sind. Wir können halt generell etwas posten, jemanden taggen und Nachrichten senden. Hier sehen wir unsere Freunde und die Nachrichten, die wir verschickt haben. Ah, wir müssen an Events teilnehmen, um etwas posten zu können. Also das heißt, wenn wir irgendwas gemacht haben, dann können wir auch darüber berichten. Okay, wir schreiben jetzt mal eine Nachricht an unsere Schwester und zwar eine lustige Nachricht, weil es ist ja unsere Schwester. Emma, du brauchst nicht über meine Witze zu lachen, ich lache einfach für zwei. Das könnte von mir kommen. Und darauf können wir reagieren. Hä? Ach so. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich bin überfordert. Okay, warte mal. Ich reagiere jetzt, glaube ich, auf meinen eigenen Post. So. Ich liebe es. Es ist so toll. Okay, das war ja grandios. Richtig wunderbar. Und sie möchte ein Whiteboard säubern. Ja, das war auch schon immer mein Traum. Okay, dann holen wir uns jetzt mal ein Bubble Tea. Oh mein Gott, dieses Video wird so eskalieren. Ich weiß es jetzt schon. Aber wir gehen gleich noch in die Highschool und dann den Rest lasse ich euch selber erforschen. Aber, oh mein Gott. Ach so, hier ist ein Essensstand. Es gibt Corn Dogs, Mini-Veggie-Burger, Mini-Hamburger. Oh mein Gott. Ich dachte, das wäre ein Bubble Tea-Stand. Ach so, Getränk bestellen. Okay, warte, wir wollen ein Erdbeer-Matcha-Latte. Ich habe noch nie Bubble Tea getrunken. Jetzt ist es raus. Oh mein Gott. Und, schmeckt's? Warum ist sie jetzt selbstsicher? Perfekter Post. Oh ja, das war wirklich ein sehr, sehr guter Post. Okay, sie genießt ihren Bubble Tea und plaudert jetzt ein bisschen mit ihrer Schwester. Da hinten ist Nancy Landgrab. Ich sehe sie doch schon von Weitem. Und die haben alle voll die süßen Outfits an. Ist einfach schön, wenn man kein Custom-Content installiert hat. Können wir denn jetzt auch... Wait. Ich spule jetzt einen Tag vor und dann gehen wir morgen in die Schule, weil ich möchte in die Schule gehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich möchte so gern in die Schule. Kann ich mal mit irgendwem flirten? Das ist unser Nachbar. Der ist aber erwachsen. Nee, ich möchte mit einem Teenager flirten. Was ist das hier? Ach, ein Park. Süß. Das Haus ist richtig süß eingerichtet. Es wurden wieder ein paar Häuser von Zimmern gebaut. Das finde ich richtig cool. Aber ich weiß nicht, ob das auch. Aber das ist auf jeden Fall sehr süß eingerichtet. Oh, sie hat eine Stimmung vom Bubble Tea. An außerschulischer Aktivität teilnehmen. Das habe ich ja völlig vergessen. Okay, es gibt außerschulische Aktivitäten. Oh, sie haben sich gestritten. Ich hab's ja im Creative-Sim-Video schon vermutet, aber es gibt tatsächlich einen Schachclub. Es gibt einen Schachclub, Leute. Also, man kann ins Cheerleader-Team, was absolut großartig ist. Man kann ins Computer-Team, man kann ins Football-Team und ins Schachteam. Es ist
So perfekt. Ich bereue es jetzt schon, dass Tino in... Tino, warum habe ich das so komisch gesagt? Dass Tino jetzt in der Gold Digger Challenge schon zum Erwachsenen wird. Weil, oh mein Gott, wie perfekt wäre das für ihn. Er wäre sowas von einem Football-Team. Cheerleading-Teammitglied. Na los, fliegende Womp-Womps von Copperdale. Ah ja. Teile dem konkurrenzfähigen Cheerleader-Team bei, um deine um deine Fitness zu erhöhen, tolle Cheerleading-Moves zu erlernen. Übe mit deiner Mannschaft und nimm einmal pro Woche am Wettkampf teil. Du benötigst eine Cheerleading-Matte, um zu beginnen. Es gibt ja auch neue Creative-Sachen, das habe ich ja völlig, Baumodus-Sachen, habe ich völlig vergessen. Es ist so viel. Okay, es ist auf jeden Fall toll. Beim Computerteam, ja, machen wir wissenschaftliche Dinge. Erfahrung im Programmieren, finde ich auch absolut großartig. Football-Team, obviously Football. Und Schach, obviously Schach. Ist einfach nur toll. Okay, warte mal. Sie ist eher so ein bisschen die Nerdigere, aber sehr schlau. Deswegen schicke ich sie ins Schachteam. Und unsere liebe Emma, warum glüht ihr Handy? Hat sie eine Nachricht? Die N schicken. Ach so, das ist eine Direktnachricht schicken. Obviously, Nina, schlau. Aber warum leuchtet das denn? Benachrichtigung ausschalten, Sozialhase öffnen. Oh, weil sie uns getaggt hat. Oh, warte mal, da hat jemand drauf reagiert. Das waren wir nicht. Oh, warte, und wir können posten. Über Leidenschaft für Partys posten. Wir können eine peinliche Story posten. Energiegeladene Story, Glücksstory, selbstsichere Story und traurige Story. Okay, kann ich auch einfach sowas posten? Wir posten jetzt eine selbstsichere Story. Ach so, das muss schon ausgewählt sein. Dann eine selbstsichere Story, dass wir einfach Bock auf eine Party haben. Wir sind Teenager und Partys gehören zum Erwachsenwerden dazu. Einfach loslassen und Spaß haben. Was will man mehr? Yeah! Und wir reagieren nicht auf unsere eigene Nachricht, weil das ist ja peinlich. Aber warum kann ich denn jetzt nicht darauf reagieren? Das verstehe ich nicht. Also ich kann immer auf mein eigenes reagieren, aber nicht auf das von anderen. Verstehe ich nicht. Kontakt anschreiben, Kontakt löschen. Oh Mann, kann ich auch einfach irgendwem schreiben? Nee, ne? Kokette Nachricht. Eine Nachricht, die Pfeile Amos in die richtige Richtung lenken soll. Toll. Okay, sie kommt ins Cheerleader-Team. Sowas von. Soeben wurde eine Cheerleading-Matte im Haushaltsinventar abgelegt. Juhu! Oh mein Gott, die hassen sich richtig. Warum streiten die sich denn die ganze Zeit? Und wer ist Noah? Noah Kane! Wer bist du? Wer ist Sydney? Woher kennen wir die? Ich möchte mich mit jemandem anfreunden. Hallo, komm mal her. Ich möchte romantisch sein. Ich lade einfach alle ein. Alles Teenager. Wir müssen mit Teenagern interagieren. Ah, guck mal, hier liegen überall schon die Becher rum. Wir brauchen mehr Müll. Einmal. Das Teenager. Hallo. Na? Hi. Oh, wir können ihm direkt eine Backpfeife geben. Hä, wir kennen ihn schon? Ach, wir kennen Kevin schon. Okay, das ist ja toll. Wir können ihn wegen seiner Körperbehaarung unterstützen. Das ist einfach nur schön. Vorlieben und Abneigung. Oh. Wir unterstützen ihn jetzt mal wegen seiner Gesichtsbehaarung. Guck mal, auf Emmas Story haben jetzt schon zwei Leute reagiert. Und auf meine Story haben nur ich und jemand anders reagiert. Oh! Es gibt tatsächlich ein Attraktivitätssystem. Ich flipp aus. Okay, also, Emma, heißt sie Emma oder ist es Laura? Nee, es ist Laura. Laura hat jetzt gesagt, oh wow, dieser Sim ist einfach unwiderstehlich. Laura ist total verknallt in Kevin. Oh mein Gott, es ist fantastisch. Können wir jetzt irgendwas machen? Tagtraum von Schwarm gestehen? Also, ich glaube nicht. Soweit sind wir noch nicht. Nach Rumschmuseninteressen fragen. Oh mein Gott. Ja, keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach, frag ihn jetzt einfach nach seinen Rumschmuseninteressen. Keine Ahnung, ob der es gut finden wird, aber mal schauen. Er ist kein Fan. Wir kennen uns definitiv nicht genug, als dass ich meine Vorlieben mit dir teilen würde. Ups. Peinlich. Und wir müssen Pipi. Oh nein, hat sie jetzt davon... Oh nein. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt ein Dings. Ach, er ist unser Teamkamerad beim Schach. Oh, Kevin. Oh Mann, das ist eine schöne Liebesgeschichte. Ich liebe es jetzt schon so sehr. Also, auf jeden Fall, ich dachte, sie hätte jetzt eine negative Stimmung, aber sie hat die Schwärmerei. Laura ist total verschossen in Kevin. Oh mein Gott, das ist so perfekt. Das ist so perfekt, Laura. Oh mein Gott. Gott. Okay, also Kevin ist aber noch nicht ganz so... Also er ist noch ein bisschen schüchtern. Wir scherzen mal ein bisschen selbstironisch. Wer bist du? Ist auch ein Teenager. Molly. Hi, Molly. Warum können wir allen eine Backpfeife geben? Warum denkt das Spiel, dass ich so aggressiv bin? Ich bin nicht aggressiv! Wir können Witz über Akne machen. Oh mein Gott. Was hat sie sich da gekauft? Ist das ein Hotdog? Ein Corndog. Oh, lecky. Wo ist Kevin? Oh nein, Kevin, gehst du nach Hause? Kevin, bitte geh nicht nach Hause. Tipp zu Post auf Sozialhase erhalten. Ja, wir sind nicht so ein Social-Media-Profi. Ein Social-Medium-Profi. Okay, ich glaube, wir gehen nach Hause. Wir müssen Pipi. Morgen ist Schule! Oh mein Gott, guck mal, wie cool das beleuchtet ist am Abend. Es ist so schön. Es ist so süß. Oh wait, kann man hier auch... Man kann hier auch schwimmen. Also wenn man sich nicht so unwohl fühlt wie sie jetzt. Hier ist ja noch so eine schön platzierte Bank. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, es ist gerade geschehen. Ich glaube, ich muss mit Aura nach...
nach Copperdale ziehen. Wir müssen irgendeine Challenge hier spielen. Es ist so toll hier. Und ich glaube, okay, ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, wie wir die Story entwerfen, dass Aura hier nach Copperdale zieht. Ich meine, theoretisch können wir ja auch super hier einen Leuchtturm platzieren. Auf diesem Grundstück. Ist ja auch ein Leuchtturmgrundstück, oder? Oder eben auf dem einen, was hier noch so frei war. Wo ist es denn? Das hier. Ja, okay, ist ein bisschen dumm platziert. Aber hier auf, also hier würde ja ein Leuchtturm schon Sinn machen, oder? Weil das wäre schon cool. Das wäre schon sehr cool. Weil Aura ist ja dann auch noch ein Teenager. Und dann können wir so voll coole Sachen machen. Das wäre voll cool. Okay, Lina ist schon wieder völlig in the story. Achso, ich wollte noch kurz in den Create, ach, in den Baumodus. Oh Mann, ich springe wirklich von Höckchen auf Stöckchen, ne? Ich hoffe, es ist nicht allzu anstrengend für euch. Ist es wahrscheinlich schon, aber ich will alles sehen. Oh mein Gott, es gibt so viele schöne neue Betten. Look at this. Oh mein Gott. Es ist großartig. Also ich will nur mal ganz kurz hier so ein bisschen durchgucken. Oh mein Gott, wie schön. Es gibt neue Schreibtische. Vintage-Schreibtisch. Es ist so cool. Erinnert ihr euch noch an Sims 2? Wie hieß denn das? Teen-Style-Accessoires oder sowas? Da gab es auch so ganz viele Teenager-Sachen. Das war auch richtig cool. Okay, warte, was haben wir hier? Die Ladentheke. Ach so. Ich glaube, das ist von dem Secondhand-Shop. Und da müssen wir eigentlich auch noch hingehen, ne? Ich will das eigentlich auch noch sehen. Hier haben wir das Whiteboard für die Schule. Was ist das? Ein Getränkebrunnen. Hier haben wir einen Football. Sehr cool. Ach, und das ist die Cheerleading-Matte. Sehr, sehr cool. Okay, dann gibt es Festivalmarktstand, Sporttag, Tag der Wissenschaft. Hier gibt es die Fotobox. Oh Mann, da waren wir jetzt eben nicht drin. Egal. Feierlicher Hintergrund. Ach, das ist für den Abschlussball. Oh mein Gott. Es gibt voll viele neue Vorhänge. Megafon, Dekoration, Noise. Teenager-Müll. Oh mein Gott. Ich liebe Müll. Kleiderkorb. Abschlussfotostand. Oh Mann, ich werde es so sehr lieben. Kleidungsdisplay. Das ist alles von dem Secondhand-Laden. Und die Spinne. Ah! Kleiner Ständer. Geil. No way. Guckt euch mal den PC an. Das ist ja ein ganzes Streaming-Setup. Geil. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, jetzt habe ich alles angeguckt, oder? Wahrscheinlich wieder die Hälfte übersehen. Aber ich wollte ja auch nur einen ganz kleinen Einblick kriegen, ne? Ich will eigentlich einfach nur schlafen, weil ich möchte in die Schule. Oh, Emma hat uns geschrieben, du siehst aus wie ein rasiertes Lama. Und wir haben dann geschrieben, dein Style ist fantastisch, zeig mir, wie du das machst. Also irgendwie blicke ich das nicht ganz hier mit diesen Nachrichten. Keine Ahnung. Heute sind Laura einige Dinge passiert, die es wert wären, auf Sozialhase gepostet zu werden. Warte mal, neuer Post. Über Teambeitritt posten. Och, wie cool. Okay, wir sind darüber sehr glücklich. Achtung, hier komme ich. Ich werde das Ding rocken oder mich irgendwie durchschlagen. Ich bin froh, im Team zu sein. Woo! Okay, warte mal. Können wir jetzt... Wir können jetzt Kevin adden. Und warte, wir schreiben Kevin eine Nachricht. Können wir ihm eine kokette Nachricht? Okay, warte, nee, wir schicken ihm eine freundliche Nachricht. Wir haben ihm geschrieben... Kevin, ich bin so froh, mit dir befreundet zu sein. Laura, das war vielleicht ein bisschen too much. Können wir ihn taggen? Achso, das ist wieder das Gleiche, ne? Achso, das ist dann aber eine öffentliche Nachricht. Wir schicken jetzt eine öffentliche Liebesbekundung an Kevin. Wenn ich Kevin sehe, werfe ich immer ein paar heiße Blicke durch den Raum. Ich muss den Flirtmodus einschalten. Oh mein Gott, das ist so kacke. Also, es ist großartig, aber es ist sowas von peinlich. Oh mein Gott, es ist fantastisch. Vor allem finde ich das halt mega cool, dass wir es deaktivieren können, weil ich verstehe schon, dass es halt manchmal nicht so reinpasst und man dann halt die ganze Zeit die Benachrichtigung hat und sowas. Und man kann das halt alles deaktivieren. Das ist einfach... lieben wir. Ich hasse das, wenn man das sagt, lieben wir. Naja, aber wir lieben es. Könnt ihr bitte alle schlafen gehen? Wir können eine Kissenschlacht machen? Wait, warum hat sie gerade... Sie hat gerade Liebe dazu bekommen. Hat Kevin auf die Story reagiert? Kevin? Okay, wir müssen direkt Sozialhase checken. Follower-Update. Deine Followerzahl hat sich heute um 55 verändert. Die Story wurde von 3 Leuten begutachtet. Und dann hat Laura auch noch in der Nacht gepostet, in meinen Händen sollte ein Kissen als gefährliches Objekt klassifiziert werden. Auf in den Kampf. Okay, also anscheinend posten die halt auch eigenständig Dinge. Also, keine Ahnung. Verstehe ich nicht, aber ist großartig. Okay, macht euch fertig für die Schule, Girls. Wir gehen zur Schule. Schau im Tee-Treff vorbei. Im Secondhand-Laden sind soeben neue exklusive Dinge eingetroffen. Denke daran, heute hier, morgen weg. Lass dir die Gelegenheit nicht entgehen. Okay, ich glaube, das schaffen wir jetzt nicht mehr, aber das könnt ihr dann ja noch erkunden. Oh Mann, ich wollte ja noch Cheerleading üben. Das will ich noch ganz kurz machen. Ich habe ja hier so eine tolle Matte bekommen. Kann ich doch bestimmt hier... Also irgendwo passt sie doch hier... Komm, wir brauchen kein Bett. Das ist jetzt der Cheerleading-Raum. Okay, schnell, bevor die Schule anfängt. Solo-Auftritt geben. Let's go. Show us what you got. Schnell. Oh mein Gott. Und da können wir ihr dann halt noch das Cheerleading-Outfit geben. Das hat sie jetzt natürlich nicht an. Aber das sind die Pumpkins! Ist das eine... Oh ja, es ist eine Fähigkeit. Oh mein Gott. Okay. Mehrere deiner Sims müssen zum Unterricht. Möchtest du ihnen folgen oder sollen sie ohne dich gehen? Wir wollen natürlich mitgehen. Sowas von.
Und jetzt sehen wir das allererste Mal die Schule. Ich bin mal gespannt, also ich denke mal, dass man die Schule auch ersetzen kann im, in der, also aus der Galerie dann. Das wird natürlich auch mega geil, was die Community dann da wieder draus baut. Ne? Also ich bin mir sicher, ich wollte gerade sagen, die Schule sieht wahrscheinlich großartig aus, aber sie sieht ein bisschen traurig aus. Aber die Community wird da bestimmt wieder richtig geile Sachen machen. Hier ist also die Highschool, wie gesagt. Also ich glaube, da kann die Community noch ein bisschen mehr rausholen. Also es sieht ein bisschen langweilig aus. Also wenn man das mit der Privatschule, die für JD gebaut wurde, vergleicht, ist es schon krass. Aber ich will jetzt nicht hier direkt judgen, ne? Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das hier die Highschool und hier neben sehen wir noch ein paar der anderen Sachen. Also das hier war das Auditorium und hier hinten ist dann das Footballfeld, wo man dann wahrscheinlich die Festtage und sowas hat, was einfach absolut großartig ist hier mit dieser Tribüne und so. Richtig, richtig cool. Hier ist dann der, oh mein Gott, der dieser Bereich, wo man dann mit den Cheerleadern eben den Auftritt hat. Und guckt mal hier die Parkplätze an. Geil! Okay. Es ist toll, es ist absolut großartig. Und das hier ist jetzt eben die Schule, also es ähnelt halt dem, was wir mit der Mod immer hatten. Ne? Also hier haben wir so eine Art Direktoriat, ich war lange nicht mehr in der Schule. Ja, also auf jeden Fall ins Büro der Schulleitung. Die ist hier, ne? Ah, die haben wir am Pier gesehen. Ja, und dann haben wir hier noch so einen Warteraum irgendwie. Hier ist dann ein Unterrichtsraum, das ist wahrscheinlich ein Lehrer der Klasse 2. Oh mein Gott. Morgendliche Freizeit endet in 1 Stunde und 55 Minuten. Vom Direktor mehr über die neue Schule erfahren. Hier ist die Cafeteria, wo man auch Essen bestellen kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man kann so viele Sachen essen. Ihr wisst, ich liebe das. Das ist irgendwie, ich habe da eine Leidenschaft für. Hier gibt es auch einen Essensautomat. Snacks kann man hier kaufen. Wir wollen sehen, was es für Snacks gibt, weil Snacks sind essentiell wichtig. Und hier sind schon die anderen Sims, also die anderen Schüler. Und Kevin ist natürlich auch da. Kevin liest wahrscheinlich den Post, den wir gestern geschrieben haben. Kann ich jetzt mit ihm darüber reden? Hi Kevin, hast du meinen Post gesehen? Liebe in aller Öffentlichkeit gestehen. Oh mein Gott. Ich glaube, er wird es hassen, aber naja, was soll's. Tu es. Oh mein Gott. Oh Mann, ich glaube, er findet's gut. Oh, die Snacks kamen dazwischen. Okay, wir können einen Cremekuchen-Snack kaufen, eine Pepperoni-Pizzarolle und eine Veggie-Pizzarolle. Doll. Oh mein Gott, er fand's gut. Oh, und Malcolm fand es aber nicht so gut. Steht Malcolm etwa auch auf Kevin? Malcolm, was hast du für ein Problem mit mir? Rivalen verspotten? Wait, woher weiß ich das? Woher weiß ich, dass er auch auf Kevin steht? Rivalisierende Sims, diese Sims sind... Ach so. Okay, never mind, es geht überhaupt nicht um Kevin, sondern es geht um die Highschool-Teams. Hätte ich mir auch denken können. Besitzanspruch an... Wir können uns einen Spind aussuchen. Oh, was? Wir können sogar Dinge tun. Spind dekorieren. No way. Wir machen Dark Academy. Oh mein Gott. Okay, und dann können wir uns einen Apfel nehmen, wir können Football kaufen, wir können uns auffrischen. Oh mein Gott, das ist einfach nur toll. Einfach nur toll. Okay, was wollte ich gerade nochmal machen? Es gibt so viel zu tun, ne? Ich bin so aufgeregt. Wir können einen Streich am Whiteboard spielen. Okay, wir gehen jetzt mal in die obere Etage. Hier gibt es noch so eine Art Musikraum und einen traurig aussehenden Kunstraum oder so. Also ich glaube, das kann man dann mit den anderen Packs auch noch richtig, richtig schön gestalten. Achso, auf der anderen Seite ist halt auch noch so eine Art Bibliothek, glaube ich, und noch ein Klassenzimmer. Und hier unten haben wir noch einen Computer. Raum, Schachraum. Ach, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen für die Teams, ne? Also, dass das hier dann vielleicht für diese Computer-AG ist, für die Schach-AG und so weiter. Und die Toiletten haben wir unten. Oh, es gibt auch gemischte Badezimmer. Wie schön. Und einen Sportraum haben wir auch noch. Mega cool. Wir können in Tagebuch über unseren Schwarm schreiben, versuchen, über Schwarm wegzukommen. No way! An Schwarm denken! Oh mein Gott! Okay, wir denken jetzt an Kevin. Kevin, an alles, was wir können nur an dich denken. Nina kann wieder nicht reden. Aber guck mal, sie denkt an Kevin. Oh mein Gott, das ist so süß. Es ist so großartig, Leute. Ich fasse es einfach nicht. Schreibt er gerade auch? Ist das ein Tagebuch? Schreibt er gerade über uns? Hi, Kevin. Ich möchte mit dir knuddeln. Oh, fand er nicht lustig. Oh no, fand er kacke. Ach, Kevin. Oh, es klingelt. Sie ist auch eine Lehrerin. Sie sieht ein bisschen böse aus. Und er? No way. Es gibt einen Hausmeister. Es gibt einen Hausmeister. Wissenschaftsmesse anfragen. Ich möchte mich mit dem Hausmeister anfreunden. Oder was macht sie? Ach so, sie geht zu ihrem Kurs. Okay, dann sollten wir vielleicht nicht mit dem Hausmeister reden. Oh Mann, guck mal, wie süß sie aussieht. Hi, Girl. Karina? Karina. Oh mein Gott. Hat sie... Oh mein Gott. Emma hat ihr Cheerleader-Outfit an. Oh mein Gott, ist das großartig. Und Kevin ist auch in unserer Klasse. Können wir jetzt irgendwie was machen auch?
Okay, ich glaube, sie macht das automatisch, ne? Ja, ich glaube, wir müssen nichts manuell machen, oder? Nö. An Matheunterricht teilnehmen. Okay. Oh, Feueralarmübung. What? Wir haben eine Feueralarmübung. Guck mal, wie großartig. Alle gehen raus. Und die Feuerwehr kommt sogar. Oh mein Gott. Nancy Landgrab ist die Feuerwehr. Und wer noch? Joffrey. Natürlich, die Landgrabs sind die Feuerwehr. Oh mein Gott, es ist fantastisch. Oh, guck mal, er hat seinem Daddy Hi gesagt. So witzig. Okay, die Prüfung ist vorbei. Wir haben jetzt Mittagessen und wir können für die Prüfung lernen. Ach, die Prüfung, also die Übung ist vorbei, wollte ich sagen. Und wir haben jetzt aber auch 2 Stunden sozusagen dann Pause. Das finde ich sehr, sehr cool, weil mit der Mod hatte ich immer so ein bisschen Stress. Emma bitten, Freundin zu werden. Oh, sie möchte ihre Schwester bitten, Freundin zu werden. Also wir haben hier genügend Zeit, dann auch immer in der Schule noch so ein bisschen Quatsch zu machen, was ich auch sehr, sehr cool finde. Oh mein Gott, Leute. Es ist einfach nur absolut großartig. Ich werde aber das Video an dieser Stelle beenden, weil ich möchte euch natürlich auch noch ein bisschen was überlassen. Es gibt noch so viel mehr Aspekte, die ich jetzt überhaupt noch nicht angeschnitten habe. Wir waren ja auch noch nicht im Secondhand-Laden. Es gibt jetzt neue Events. Es gibt einen Abschlussball und es ist einfach absolut großartig und ich liebe es. Ich werde dieses Pack so sehr lieben und so tolle Geschichten damit erzählen können. Ich freue mich einfach so unendlich darauf. Und wie gesagt, der Creative-Aspekt hat mir auch mega gut gefallen. Also es ist wirklich rundum einfach ein richtig geiles Pack und ich kann es von ganzem Herzen nur empfehlen. Aber das müsst ihr euch natürlich immer selber überlegen, ob ihr das gerne haben möchtet oder nicht. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in das Pack hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen was zeigen, was ihr auch sehen wolltet und ich habe nicht einfach nur aufgeregt über alles Mögliche gequatscht. Aber das war jetzt halt, wie gesagt, auch mein erster Eindruck. Ich habe nur den Trailer gesehen und sonst habe ich mir nichts von dem Pack angeguckt, weil so kriegt ihr immer meine erste ehrliche Reaktion und so macht mir das irgendwie immer am meisten Spaß. Ich hoffe, dass es euch so auch gefällt. Wie gesagt, danke nochmal an EA, dass ich diesen Vorabzugang hier bekommen habe und nochmal die Erinnerung, dass es halt keine finale Version ist. Also falls ihr jetzt irgendwas gesehen habt, wo ihr euch so denkt, das ist irgendwie noch nicht richtig. Vielleicht wird es dann noch gefixt, weil es halt dann noch eine finale Version gibt. Also das Pack kommt ja erst in 3 Wochen, glaube ich, raus. Also am 28. Juli, glaube ich, kommt es raus. Wir alle freuen uns, glaube ich, sehr drauf. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsaspekt ist. Bei mir ist es, glaube ich, so dieses ganze Teenager-Dasein einfach, dass das so viel mehr Charakter bekommen hat. Man kann so viel bessere Geschichten noch erzählen und das ganz ohne Mods. Also das finde ich einfach mega, mega cool. Also ich meine, wie schnell ich jetzt eine Liebesgeschichte quasi hier zwischen Laura und Kevin entworfen habe. Das wäre so sonst nie möglich gewesen, weil man das nicht so hätte einleiten können. Und das ist einfach nur absolut großartig. Also ich liebe es sehr und ich hoffe sehr, dass es euch auch gefallen hat, dass es euch Spaß gemacht hat. Und ja, an dieser Stelle wünsche ich euch dann noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi!